Sturm. Der wahre Drahtzieher hinter allem hier in wunderschönen Advance Wars LP. Oh Mann, Leute, wir kommen ganz gut voran. Max war eine formidable Wahl. Wir müssen ein bisschen hinne machen. Hier schön alles einnehmen und so, das wird super klappen. Ich baue noch gleich ein TTP. So, der soll den einladen, dann fahren beide hier hin. Und dann wird's richtig geil, Mann. Oh yeah. So, der dahin. Okay, den könnte ich eigentlich auch ausnocken. Warte mal, ich fahre mal schon mal hier so einfach hin. So, okay. Das läuft alles super. Das läuft alles nach Plan. Zumal der Typ immer noch nicht in der Lage ist, seine Gabe einzusetzen. So, wenn der hier runter ist, werde ich mein U-Boot da parken. Bis ich es selber einnehmen kann, den neuen Hafen. Das war richtig lame, lame. Ja, so lame. Ja, so richtig lame. Aber okay. So, okay. Irgendwann komme ich auch noch hier auf die Insel. Irgendwann werde ich es schaffen. Aber ich weiß noch gar nicht genau, wie ich das machen soll. So, am geilsten wäre jetzt echt, wenn ich den jetzt irgendwie wegkriege. Aber es wird nicht klappen, ne? Nee. Aber komm ich an den Bomber? Nö. So, der muss hier langsam aber sicher alles einnehmen. So, du steigst ein. Steigst hier aus. Nimmst die beiden Dinger ein und du... Jawoll, im nächsten Zug jetzt los. Dann fahr du mal nach... Nee, halt. Du kannst nach unten wieder fahren. Du kannst vielleicht... Ja, irgendwo müsstest du dich heilen. Irgendwo ist gut. Ach nee, da kann ich noch gar nichts bauen. Also dann schnell Kschubooms. So, dann dem hier schon mal entgegenfahren. So. So, immer schön zu zweit. Maximal zu dritt, ne? Und das bringt ja sowieso nichts. Also den als Köder hinterher schicken. Weil der ist viel zu schwach, Mann, ey. Okay, okay, yeah. So, ansonsten haben wir gerade so viel. 20.000, voll geil. Okay, warte mal. Bumm. Jo, dann kann der jetzt auch erstmal nicht mehr weg. Habe ich noch nächste Runde Zeit, den schön zu zerstören. Außer er macht Selbstmord, damit er dann ein dickes Schiff hinbauen kann. Das wäre nicht geil. Ich weiß, er hat hier irgendwo noch ein U-Boot, ne? Ich tauche erstmal einfach mal auf. Das U-Boot ist sowieso verloren. So, dann beugt jetzt hier erstmal Raketenwerfer hin. Yeah, 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 geil, Mann. So, ich hoffe, der Typ macht nichts da oben. Hoffentlich nicht. Wow, aber eigentlich ist er nicht dafür bekannt, dass der Gegner öfter mal Selbstmord macht. Obwohl taktisch jetzt klug wäre, weil dann könnte er auf dem Hafen was bauen. Aber er macht nichts. Er ist ein Truggle. So, hier können wir endlich anfangen einzunehmen. Und eine neue Basis machen. Und hier, das dauert noch eine Weile. Okay, dann, tschüss. Und dann nehmen wir uns den Hafen hier ein. Yeah. So, warum habe ich hier so ein Ding gebaut? Bringt da ja nichts. So, okay, außer da vielleicht. So, aber jetzt mal gucken hier. Wunderbar. Du kriegst den noch auch platt, oder? Wunderbar. Das ist so geil. Und kriegst du den auch platt? Alter. Es ist so genial. Wieso ist der hier schwächt? Ach nee, war ja von Anfang an schon, ne? Fahr mal daher und biete ein bisschen Schutz und ein bisschen Nachschub. Was baut den jetzt hier alles hin? Wie gesagt, dass ich hinbauen soll. Ich glaube, ich warte, dass ich hier was bauen kann. So, wenn der hier eingenommen hat, dann gehe ich noch weiter nach oben und muss alles einnehmen. Und der wird irgendwann abstürzen, dieser Trottel. Ich baue erstmal hier noch eine Infanterieeinheit hin. Und du heilst dich. So. Okay, dann kann er nachkommen, wie er will. Der scheint doch gar nicht so viel zu bauen, wa? So viel, was mir gefährlich werden könnte. Guckt euch das an, ey. Guckt ihn euch an, diese Flasche. Diese Flasche. Und was wird das jetzt, bitte? So, alles klar. So, er nimmt hier weiter ins Scheiße ein. Aber er hat hier jetzt endlich eine Basis wieder. Und eine neue Basis. Okay. So, was willst du denn jetzt? Okay, erstmal schwächen. Finishen. Und, abknallen. So, das ist natürlich raffiniert jetzt hier. Das ist raffiniert. Den opfern oder was? Ich weiß nicht. Natürlich wäre das geil, wenn der Panzer, wenn ich wüsste, dass der Panzer hier hinfahren kann. Das wäre geil. Also, der wird er nicht schaffen. Wegen den ganzen Wäldern. Aber ich teste einfach mal. Oh, nee, er schafft er nicht. Verdammt. Ah, Mist, dann war das jetzt ein kleines Fail. Aber okay, okay, wartet. Zack. Vielleicht will er ja auch viel lieber... Ach, was nicht geht, verdammt. Aber ich kann den ja wegballern. Wie stark ich trotzdem einfach bin. So, du gehst mal nach unten. Der heilt hier weiter. Hier will ich keinen Kampfpanzer hinbauen, weil der springt. Aber vielleicht baue ich hier ein Schlachtschiff hin. Ach nee, bringt ja auch nicht wegen dem U-Boot, hä? So, der wird jetzt hier ordentlich reinhauen. Aber ist mir egal. Ja, was soll ich denn bauen?
Ich baue einfach mal Mech-Einheiten, die können nämlich über den Fluss rüberlatschen und dann ist Feierabend, ey. Dann ist voll Fiasko. Tag 8. Aber bisher lassen wir uns ja nicht zurückdrängen. Bisher... Er greift tatsächlich den TTP an. Wie hohl. Aber okay. Und macht auch noch Platz. Irgendwie verstehe ich den Typen nicht. Deswegen jetzt dicke Gabe. Maximum. Swing, 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 swing. Okay. Und ich erreiche leider nicht den Raketenwerfer. Das ist mies. Aber ich mache ihn weg. Alter, geil. So, und er dann macht den ganz locker den hier weg. Alter, ist so geil. So, dann einfach mal ein bisschen rumballern. Bumm. Zu 100% abgeschossen. So, der wird auch bald abstürzen. So, einnehmen. Einnehmen, dann jetzt hier einen dicken Kampfpanzer hinbauen. So, dann kommt der mal daher wegen Spritnachfuhr, Nachschub und so. So, was mache ich jetzt mit den hier? Ey, der ist hier immer noch ins Kacke am Einnehmen. So, Mech-Einheiten, alle schon über den Fluss rüber. Einfach so. Der heilt sich hier. Ob ich hier ein Landeboot bauen soll? Aber was ist mit dem U-Boot? Wo ist denn hin? Es ist hier hin. Okay, warte mal, dann baue ich mal... Ich baue jetzt ein Landeboot, dann lade ich ihn schnell ein und dann fahre ich hier schnell rüber und dann schaffe ich das. Super. So. Auch hinterher, was soll's. Und du, ja, du kannst gleich dich heilen, wenn die Festung da eingenommen ist, die Basis. So, und einfach noch eine Mech-Einheit bauen. So, Alter, du krankes Schwein. Wie viel Geld er schon hat. Aber er baut irgendwie bloß Mech-Einheiten und taucht erstmal in seinem Hafen. Wieso baut der Mech-Einheiten? Was hat er denn vor? Der hat so viel Geld und könnte lauter Panzer hier hinterher schicken. Der will uns verarschen. So, und ich kann natürlich nicht anlegen. Aber wartet mal, der dürfte mich trotzdem, wenn ich hier hinfahre, halt der Dude so gut wie es schafft. So, du fährst denn, du bleibst dann trotzdem mal hier, dass ich immer schön hier ballern kann. Schafft er das? Alter, wie geil, ey, der ist so stark. Bams. Jetzt haben wir hier natürlich ein Schlachtschiff, was mich auch noch erwischen kann. Ach, das ist nicht so geil. Das ist überhaupt nicht cool. Wie kann ich dem entgegenwirken? Eigentlich ja auch bloß, wenn ich so viele Leute wie möglich dahin schicke. Damit er gar keine andere Wahl hat, außer, ja, wahllos hin und her zu knallen. Ja, ein U-Boot kann ich auch nicht machen, ich komme niemals durch, ey, mit den U-Booten. Ja, ich könnte es versuchen, ich habe eh kein Geld mehr jetzt, und der stürzt bald ab. Aber nee, der stürzt halt bloß einfach, dass er sich bewegt, ne, wir sind ja nicht im Kriegsnebel. Nein. So, vielleicht knallt er ja auch den TTP gerne ab, den olle Landeboot da. So, und du, du heilst dich hier mal jetzt kurz, wir sind für eine Runde. Übers Wasser. So, was mache ich denn jetzt mit dem hier? Nee, ist mir zu blöd. So. Okay, der ist hier auch bald wieder voll, kann auch mit runter. Hier beugt einfach mal eine Mech-Einheit. So, okay. Gleich hol ich mir einen Hafen, Alter. Dann baue ich mir den dicksten Bomber, den der Typ je gesehen hat. Er weiche geschickt seinen Missile-Dingern aus und werde ihn dann abballern. Oh, das U-Boot ist wieder da. Ist ja auch wieder schön aufgefrischt. Okay. Aber das schaffen wir. Das ist kein Problem hier. Seht ihr ja selber, oder? Ich glaube, der hat schon mit Absicht hier seinen Sprit verringert. Dass er bald abkratzt. So, dann ja über den Fluss. Oh yeah, Mann, weil das so sein muss. So, dann können wir hier ablegen. Und das einnehmen. Auf den Bomber warten, den hier hinfliegen. Voll geil. Und dann habe ich den Weg frei. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt leider erstmal auf den Bomber warten. Oder was meint ihr, Leute? Boom. Ich glaube, das ist wirklich so. Dann kann ich aber auch die Zeit nutzen, um zu sparen. Viel sparen, natürlich. So, über den Fluss rüber. So, du bist auch wieder vollkommen runter. Hey, ich kann dann hier mal hinfahren wegen dem U-Boot. Aber das bringt nichts. Ach man, soll ich einen Kreuzer bauen? Nee, ich spare jetzt mein Geld. Aber ich kann da oben den Hafen einnehmen. Mit einem Schwachen. Aber was soll's. Hauptsache einnehmen. Wenn er da nur sparen will, ja dann nicht. Oder ich könnte natürlich auch immer wieder ein Bauernopfer da hinstellen, dass der halt seine Munition verschießt. Tolle Kampfschiff. Der baut nichts beim Hafen. Das gefällt mir. So, zack. Jetzt ist langsam hier. Jetzt wird's serious. Ach man, der kann ja auf den Hafen rufballern. So, was meint der jetzt hier? Der hat noch 8 Schuss. Nein, das wird nicht. Da muss ich hoffen, Mann. So, den lasse ich einfach mal hier, damit keiner hier rinkommt. So, rüber, über das Wasser. Was macht ihr hier, ihr Trottel? So, den kann ich hier weiterhin heilen lassen. So, er nimmt immer noch weiter ganz fleißig alleine ein, im Alleingang.
So, Panzer bauen? Nee, nachher gleich. Obwohl, eh kann ich glaube ich bauen. Eh kann ich bauen. So, das Geld habe ich gleich wieder drin. Dum, da, dum. So, und die Typen kommen hier angelatscht. Ja, sollen sie ruhig. Das Schiff hier ist echt kacke. Ich würde ja alles kaputt machen, alles zerstören. Aber ich glaube, der zerstört sich auch ganz gut selber. So, kurz Sprit nachtanken. Du kommst auch noch wieder mit runter. Und du kommst hinterher. Und du auch. Okay. Und was macht ihr? Ihr geht einfach um mit drüber. So. Okay, Leute. Bald ist es soweit. Der Bomber muss kommen. Und das, der Jäger ist abgestürzt. Autsch. So. Er konnte nichts unternehmen, ey. Und deswegen haben wir jetzt einen geilen Flughafen. Und auch schon genug Geld für einen geilen Bomber. Aber wo geil. Wumm. Das macht Damage. Das ist geil. Yeah. Und ich nehme trotzdem ein. Ich muss ja immer noch warten. Mann, du kotzt mich irgendwie doch an. Boom. Zerstört. So, dann kommst du gerne an. Kannst gerne den zerstören. Wenn du es unbedingt willst. Aber meine ganzen Flak sind alle bereit. So, hier. Nee, halt. Du musst dann schon da stehen bleiben, weil sonst ist er hier auf dem Gebirge. Und dann kann ich doch nicht angreifen. Und dann wäre die ganze Taktik im Arsch, Mann. Und das will doch keiner. Oder etwa doch. Ich hoffe nicht. So, ihr habt es gemerkt. Ist mir egal. Ich schicke jetzt einfach so viele nach vorne, dass er, ja, halt sich aussuchen kann, wen er angreift. Aber er kann auf jeden Fall alle angreifen. Also hat er ein Problem. Und ich habe auch viel zu viel Nachschub schon im Hinterhalt. Und mein Bomber ist unterwegs. Aber das ist ein Jäger. Ich vergaß. Wie konnte ich den Jäger jetzt übersehen? Ach, ist egal. Er greift sowieso den TTP an. Wie geil. Halt doch irgendwo ein TTP, den ich da schnell hinfahren kann? Nee. So, okay. Dann kannst du in den Wald bleiben. Ich baue erstmal einen Jäger. Dann sollen sich die Jäger gegenseitig kriegen. Können sie nämlich von mir aus gerne machen. Oh, ich habe fast die Gabel wieder voll. Hm. Erstmal, bumm. So, das Luftabwehrschütz ist Geschichte. Das Ding auch fast. Es hat wieder volle Power. Aha, es hat sogar noch ausgereicht. So, jetzt wird er wieder auf viele schießen. Aber soll er sich mal entscheiden. Die Entscheidung werde ich ihm nicht leicht machen. So. Ja, alle abgeballert. So. Da, 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 da. Und Nachschub rollt an. Bist du bald mal fertig? Er ist fertig. Er hat es geschafft. Und dann schicke ich einfach mal den hinterher. So, nee, muss ich jetzt sparen. Ich habe mir jetzt extra einen Jäger gebaut. So. Auch schnell rüber. Gut, mal gucken. Wir dringen ja immer weiter ein. Und der hat ja bloß eh ein Schlachtschiff da. Eh ein Fernangreifer und der... Hä? Warum greift er mit Absicht so blöd an? Hm, oder ist das so... Ist das seine Taktik vielleicht? Vielleicht verarscht er uns. Man weiß es nicht. So, natürlich sehr schwächt jetzt, aber ich mache einfach mal wieder meine Gabe. Maximale Kraft und Power. Swing, 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 swing. Da-da-dum, da-dum, da-dum. Was mache ich jetzt? Was tun? So, der kann natürlich nicht weiter nach vorne fahren, aber der könnte vielleicht schaffen. Na, bringt er so nichts. Bumm. Ne, hat's bumm gemacht. Okay, halt wartet. Ich glaube, das ist schlauer, den hier Platz zu machen. Und dann einfach hinzufahren und den Platz zu machen. So, der kann wieder rüber übers Wasser. Da, 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 da. So, den werde ich auch als nächstes Abfangkommando da hinstellen. Kommen die nächsten Panzer alle an, ey. So, was macht der hier? Okay, dann hau ich mal doch ab. Die bleiben ja alle schön stehen. So, er kommt mal an. Hehehe, kann auch schön rumballern. Dum, dum, bam, bam, badam. So, was macht mein Jäger jetzt hier? Ich bin gestärkt und knacks, voll geil. So, dann baue ich hier schon mal einen Bomber hin. Der wird jetzt zwar angegriffen, aber nicht so stark, dass er nicht gleich wieder voll ist, wenn ich mich heile. Nächste Runde, mein Standardzug, ihr wisst Bescheid. Und jetzt geht's los. Tag 15 schon, oh Mann ey. Die Sonne brennt heiß an diesem kriegerischen Tag. Und, na, wusste ich's doch. Er braucht den Bomber vielleicht ja nicht mehr, weil er jetzt alle seine Munition gleich weggeschossen hat. So, auf jeden Fall ist der Jäger down. Zack. So, und der Bomber kommt, Alter. Weil sein Abwehrschütz ist auch schon fertig. Fliege ich jetzt schon übers Meer. So, dam da da da. Und der nächste hinterher voll. Hammergeil. So, hier angreifen, bumm. Hier einfach angreifen, bumm. Und vielleicht knallt er ja das Ding hier ab. Das wäre lustig. Das wäre lustig. So. Und bumm.
Er ist einfach viel zu stark. So, dann baut man wieder für zwischendurch einen TTP. Lad den auch gleich mal ein hier. Der kann zurückziehen und sich heilen. Der wird hier schon geheilt. Richtig schön. Tja, eine einfache Mission für einfache Leute wie wir. Okay. Wir sind bald. Wir haben es gleich geschafft. Wir haben es bald geschafft, Mann. Wir sind cool. So, er hat dann noch einen Fernangreifer. Müsste ich auch mal loswerden. So, dann einnehmen. Und attackieren. Hat er irgendwo einen Flak? Er hat gar keinen Flak. Bams. Alter, viel zu mächtig. Schafft ihn sogar einen Flak, den hier? Jawohl, er hat ihn weggerotzt. Habt ihr das gesehen? So, der ist sowieso gleich tot, also kann er noch ein bisschen Schaden raushauen. So, Bams, Und ein schöner TTP. Ration verteilt. So. Und wo ist der nächste Bomber? Er fliegt runter. Er hat verloren. Ich werde ihn so ausnocken. So ausbashen irgendwie. So, die bleiben hier alle als Schutz. Und als Nachschub. So. Aber bestimmt trotzdem Tempo total schlecht. Weil die ganzen Profis, die natürlich... Die schaffen natürlich ganz anders. Aber ich bin halt nicht so der Profi. So eingenommen. Jetzt kann ich erstmal die Brücke hier dicht machen. Zack. Schön, dass er sich einen Raketenwerfer geleistet hat, aber der ist jetzt leider auch weg. Es ist so gemein. Oh, jetzt einfach nochmal hier reinhauen. So. Am liebsten würde ich mich jetzt auch auf seine Basis stellen, weil dann ist er richtig genutzt. Dann kann er gar nichts mehr machen. So, kaputt. Komm ich auf die Basis? Nee, leider nicht. Leider nicht. Aber was auch immer er da bauen wird, mein Bomber wird damit fertig werden. Eindeutig. So, dann schicke ich den mal hier hin. Ja, weil egal, wo der jetzt hinläuft. Der wird abgeballert. Hihi, er hat keine Chance. Kurze Ration. So, ich glaube, das war's. Den lassen wir den hier heilen. Der kann hier schön im Wald ein Picknick machen. Und, jo. Löschen wir ihn aus. Oder, naja, auslöschen. Ich glaube, ich werde eher ihn einnehmen. Sein komisches Gebäude da. Und der baut Menschen und TTPs. Wieso? Was ist los mit diesen Menschen? Gut, denn du bist der Trupp, der einnehmen wird. Komm mal runter. So, zack, alles klar. Und auf die erste Basis. Ruffi setzt. Kaputt. Und dann hier der Fernangreifer ist ein bisschen kacke. So, weggemacht. Der hat sich gar nicht bewegt. So, dann fahr du mal nach vorne. Mal gucken, je nachdem, wer schneller da ist, um das einzunehmen. So, schön ihn dann daran hindern, was zu bauen. Das schaffen wir noch in dem Part. Auch wenn es total lange dauert. Der will da immer noch was hinbauen. Der ist doch crazy. So, mal schnell. Ach, wisst ihr was? Hier, du nimmst mal das hier ein. Okay, So, im Idealfall schafft er den umzubringen? Natürlich. So, und dicht gemacht. So, der wird der abgeknallt. Boom. Und, ja, jetzt muss noch warten, bis wir einnehmen können. Weil, wie gesagt, der hat ja noch U-Boote und so. Da gibt es eigentlich keinen Bock. Auf die U-Boote habe ich gar keinen Bock, die abzuknallen. Und der hat auch schon aufgegeben, er macht nichts mehr. Er hat aufgegeben, der Typ. Der denkt sich, nö, ich bewege mich gar nicht, ich lasse mich trotzdem abknallen. So, okay, dann hier ist alles soweit klar. Der braucht noch wieder ein bisschen Sprit. So, und entleeren bitte. Hinstellen und gleich nachgetankt werde. Hier auch mal hinstellen, dass ich gleich nachgetankt werde. Und mein Jäger! So, okay, jetzt brauche ich nicht mehr groß hier rumeiern. Los, komm jetzt. Jetzt schon, dauert schon lange genug hier. Ja. So. Und besetzen das komische Lümmelgebäude. So, kann ich mit meinem Bomber hier ein U-Boot klar machen? Yeah, Wärms. Okay. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Alter, wo ist denn das U-Boot da oben? Aber einnehmen ist cooler. So, das war's aber jetzt auch schon. Und wir haben gewonnen. Ah, okay, Sturm, die Sau, ist eine ganz schöne Flasche, wie es scheint. Ach, war das dieses Ding? Es scheint schließlich und endlich... Hey, das ist Kit! Lange nicht gesehen, Mann! Wir haben nicht viel Zeit, Kleiner. Ich habe das Schlangennest gefunden. Das ist erst die Spitze des Eisberges, Mann. Beeilung, Sonja ist in Gefahr. Wir haben gewonnen! Das war er nicht. Trotzdem noch Rang B. Ja, die Technik war scheiße, okay. Aber schnell genug, also hat man anscheinend doch ein bisschen mehr Zeit. So, hier mit der Kohle, geil. So, ching ching, wir sind doch der Jadehahn. Saven? Yo,
Leute, geil, mal gucken, was das noch... Ich glaube, jetzt kommt aber die letzte... Oder kommt jetzt die letzte oder noch nicht? Doch, da ist er. Auf der Black Hole, auf dem Black Hole-Kontinent. Die letzte Mission gegen Sturm. Also, du steckst hinter all diesem Chaos. Hast du auch einen Namen oder sollen wir dich Katastrophe nennen? Mein Name ist Sturm. Nun, Sturm, wir haben dich schließlich gestellt. Zeit, die Zeche zu zahlen, wie es so schön heißt. Mich gestillt? Mich? Ihr seid nur durch die Tür gekommen, die ich euch öffnete. Ja, es hat sich auch wirklich so angefühlt, muss man sagen. Was? Hast du wirklich gedacht, ich würde euch nicht bemerken, dummes Ding? Du und deine lächerlichen Strategiespielchen, mehr kannst du nicht. Aber wie, aber das ist, du konntest nicht... Heißt das einfach, du hast von allem schon gewusst? Du hast einen dummen Fehler nach dem anderen gemacht. Dachtest du wirklich, du seist mir ebenbürtig, du Närrin? Diese Farce muss beendet werden. Zahle die Zeche, so heißt es doch. So hieß es doch. Es tut mir leid, Vater. Ich habe mein Versprechen gebrochen. Nein, Mann, wir kommen jetzt an. Oh, mit Andy. Schnell, Sonja ist in Gefahr. Leute, die letzte Mission steht an. Gegen Sturm. Und ja, das wird geil. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, gibt es noch eine Bonusmission. Und dann ist das Spiel zu Ende. Die ganze Kampagne gerockt. Heftig. Also dann, bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.